Man darf ja dafür sorgen, dass Gegner leicht alarmiert sind, aber solange sie noch keinen Alarm geschlagen haben oder feindselig sind, ist das ja alles noch im grünen Bereich. So, zu dem hier schleichen wir uns. Schalten ihn so aus. Gut, dass Jens nicht irgendwie den Move gemacht hat, bei dem der jetzt nach vorne fliegt. Da hätte ich ein Problem. So. Schön, wie du am Boden liegst. Dann ziehe ich dich jetzt auch mal weg. Die zwei, da werden viel kniffliger. Man kann auch über eine Kanalisation da reingehen, aber wir nehmen mal den direkteren Weg. Das sieht aus. Danke für den PDA, was haben wir denn da? Feines. Hey, cool, ich habe einen Code bekommen. Das ist manchmal schon vom Vorteil, die Gegner auszuschalten. Was hat der denn hier für eine Sauerei liegen gelassen? Eine Schrotflinte? Ne, brauche ich nicht. Ah, ich hätte auch mein Maschinengewehr verticken können, ne? Egal, passt mal auf. Jetzt. So, jetzt müssen wir gleich ganz schnell sein. Deswegen werde ich jetzt im Inventar. Moment, ist meine. Erste Batterie wieder aufgefrischt? Nein, nicht ganz, ne? Oder? Oder? Doch, das zählt. Jetzt werde ich im Inventar nämlich einen Cyberriegel fordern. Auf den ersten schießen, so wie ich den erledigt habe. Sofort unsichtbar werden. Ist da jemand? Damit wir den ausschalten können. Gute Nacht. So. So kommt man da am einfachsten rein. Sonst. Wieso ist der tot? Nein, ich muss neu laden. Das wollte ich nicht. Ich will nämlich nicht, dass einer hier stirbt. Das ist jetzt ein kleiner Glitch, den es manchmal im Verlauf des Spiels gibt. Dass ein Charakter am Sterben ist. Oder dass ein Charakter stirbt. Obwohl wir barmherzige Seele waren, auf Stealth spielen, etc. Plaschwitz. Deswegen müssen wir das nochmal von vorne machen. Können es auch anders angehen. Scheiße! Nicht genug Energie. Verarsch mich. Verarsch mich doch, Spiel! Ich probiere jetzt mal kurz was aus bei meinen Augmentierungen. Ah, der Reflexverstärker kostet 2 Praxispunkte. Habe ich jetzt nicht. Machen wir es mal anders. Ich schalte jetzt mal den anderen aus. What the fuck? das war bisher nicht, das war nix. Machen wir es mal anders. Ich will ja da rein. An den vorbei. Also rein theoretisch kann ich die auch ignorieren. Wir versuchen jetzt trotzdem mal, die auszuschalten, weil es von denen, glaube ich, auch einen Boni gibt.
Meine ich zumindest. So. Ich darf ihm halt keinen Kopfschuss verpassen. So. Und jetzt ausschalten. Wieso ist der jetzt tot? Wieso ist jetzt der da tot? Ich hab dem nicht in den Kopf geschossen. Verarsch mich doch, Spiel. Das müssen wir nochmal anders versuchen. War es dann doch zu hoch. Meine Schussposition. Das sollte nicht zu hoch sein. Ah, jetzt habe ich ihn jetzt erst auf den. Jetzt habe ich schon auf den geschossen. Jetzt muss ich das mal schnell im Inventar. Scheiße, tot. Was zum Teufel ist passiert? Hat er gesagt, er ist tot? Hier. Wieso ist er tot? Wieso? Diese Junkies, ey. Der verhunzt es mir, dass ich das Spiel durchspielen will, ohne einen zu töten. Okay, dann machen wir es doch anders. Wir schleichen uns einfach mittels Tarnung an denen vorbei. Ich habe ja genug Cyber-Riegel. Muss ich mich halt nur an denen vorbeischleichen. Trotzdem ein bisschen blöd, weil ich jetzt bei meinem Spiel schon, glaube ich, geschafft, ohne die zu töten. Egal. Gehört, dass Pauli wieder auf See ist? Ja, und? Er bringt sich mit dem Dreck noch um. Ja, und wenn schon, sieh dich mal um. Wofür sollte er weiterleben? Tut ihm gut, wenn er mal was anderes sagt. Gut, dann lassen wir die halt weiter babbeln. Wir nutzen erstmal einen Riegel. Und los geht's. Lustig, Mann. Mehr sage ich dazu nicht. So, bevor ich jetzt wieder sichtbar werde, nehme mir schnell noch einen Riegel ein. Na, gehst du mal da drauf. Ach, auf einmal geht ihr vor, ja? Egal. Jensen! Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk offen. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Für Sie tue ich alles. So, die schalte ich jetzt mal aus. What the fuck? What the fuck? Das war Fail. Schnell mal zurück. Ich dachte, meine Energie wäre wieder genug aufgeladen, weil ich mich da hereingeschlichen habe. Naja, es hat mich veräppelt. Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk offen. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Für Sie tue ich alles. Gut, jetzt warte ich erstmal mit meiner Energie, damit ich ihn ausschalten kann. Holy fuck. Okay. Kommt der so zurück?
oder nicht? Gut, jetzt geht er zurück. Jetzt ist die Frage, sieht er mich, wenn ich hier jetzt so kaue oder nicht? Schon. Der ging zurück. Alles verhunzt. Dann machen wir es halt anders. Okay. Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk offen. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Für Sie tue ich alles. Ich dackel dem jetzt trotzdem hinterher. Ich muss unbedingt das Upgrade mal kaufen, mit dem sich meine Batterie schneller auflädt. Ach komm, wieso hat er mich denn gesehen? Gen Kirby failed. Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Betäubungsgewehr. Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk offen. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Aber hängt auch sehr toll da. Tue ich alles. So, gab es hier eigentlich noch einen anderen Weg? Nee. Muss ich mal gucken, wie der Weg an denen vorbei ist. Hey, habt ihr das gehört? Oh, was? Feindselig? Wenn der DEB nicht entdeckt werden, habe ich verhunzt. Okay, ich sollte hier möglichst ruhig durchgehen. Dann lassen wir das jetzt mal. Schalte ich nur die notwendigen aus. Wie zum Beispiel halt den Heini da. Was kann ich für Sie tun, Francis? Sie wissen, warum ich Sie kontaktiere. Hopp. Geht's um das Signal, das Ihre Sicherheitsbemühungen zunichte macht? Es hält eine Hintertür in unser Netzwerk. Wir sind erst sicher, wenn Sie die Antenne finden, die es aussendet, und sie zerstören. Für Sie tue ich alles. So. Schauen wir uns erstmal um. Kann ich